Danke, Herr Präsident, Herr Minister, geschätzte Damen und Herren, Hohes Haus. Ja, liebe Frau Zopf, Frau Kollegin Zopf und liebe ÖVP, Sie haben zwar die kalte Progression für die arbeitenden Menschen abgeschafft, aber die eiskalte Progression für die Pensionisten, die beschließen Sie heute. Und deshalb werden wir diesem Gesetz natürlich auch nicht zustimmen. Es gibt drei Gründe, Herr Minister. Erstens einmal die Benachteiligung von Müttern. Die wird die Kollegin Balakovic dann erläutern, was damit gemeint ist und was die Mütter betrifft in diesem Fall. Das Zweite, von Kollegen Muchitsch schon angesprochen, der Raubzug durch die Pensionskasse unserer Pensionisten. Das ist einmal einerseits die Aliquotierung, aber nicht nur das. Es kommt noch dazu, je nachdem, welcher Stichtag, wann man in Pension geht, fällt man um die Anpassung um, sprich um die indexierte Anpassung, um die jährliche Inflation. Die ist festgeschrieben mit 3,1%. Jetzt haben wir eine Inflation von 10%, also ein massiver Verlust. Das gibt auch noch einmal für einen Pensionisten auf 20 Jahre gerechnet bis zu 20.000 bis 30.000 Euro aus. Also es ist eine krasse Benachteiligung für gewisse Personen, die eben nach diesem Stichtag in Pension gehen. Und drittens ist es eine Bestrafung, die Ablehnung unseres Antrages 60+, für die Pensionisten, die noch arbeiten wollen. Die Wirtschaft würde die Leute brauchen. Heute Pensionisten, die in der Korridorpension oder Übergangsregelungen haben bei der Pension und dazu verdienen, werden dann vom Finanzminister geschröpft. Den Antrag haben sie schon mehrfach eingebracht und sie haben ihn mehrfach abgelehnt, obwohl sogar die Wirtschaftskammerpräsident Mara das auch fordert und dass der Wirtschaft der Ruf kommt, noch diesen Personen, dass sie noch helfen. Also die ÖVP hat gleich einmal am Anfang mit den Grünen die Hacklerregelung zu Grabe getragen. Das ist grüne Sozialpolitik, wie wir sie erleben, Pensionsraum und Hacklerregelung. Und Leute, die 45 Jahre in Österreich hart gearbeitet haben, werden bestraft. Und den anderen, die über die Grenze kommen und keinen Tag in Österreich gearbeitet haben, spannen sie die soziale Hängematte auf.